Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder an meinem Lieblings-Supercharger hier in Leonberg, denn wir sind auf dem Weg nach Frankfurt zur IAA. Wir haben dort nämlich noch eine Rechnung mit Volkswagen zu begleichen. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einiger Zeit habe ich ja an Volkswagen geschrieben, weil ich zu Themen von Nachhaltigkeit der neuen ID-Serie mich informieren wollte. Und daraufhin habe ich dann von der Presseabteilung irgend so eine Formelantwort aus Satzbausteinen bekommen, worüber ich mich dann in einem Video ein bisschen aufgeregt habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das könnt ihr hier nochmal anschauen. Jedenfalls hat sich dann doch noch ein Kontakt entwickelt zur Kommunikationsabteilung und ich habe dann sogar mit dem Chef dort geschrieben und der hat gesagt, eine gute Gelegenheit wäre eben hier auf die IAA zu kommen, sich das ID.3 anzuschauen und eben auch ein Interview zu führen entsprechend. Wir haben ein bisschen das Problem, dass die Messe nur bis um 18 Uhr auf hat. Wir kamen erst um 11 Uhr los. 3 bis 4 Stunden Fahrt nach Frankfurt, also wir haben am Schluss 2 bis 3 Stunden auf der IAA. Ich bin mal gespannt, wie das alles wird, aber jetzt geht's erstmal hier weiter. So, wir sind angekommen. Es ist zwar schon 3:30, aber wir sind versorgt mit Presseausweisen hier drin. Wir werden uns jetzt 2,5 Stunden Autos anschauen und gleich mal in Halle 3 gehen zum Volkswagen-Stand. Da steht schon mal Halle 3. Da sind wir richtig. Ah, und mein lieber Oskar fängt schon mal an hier zu vloggen. Da hängt erstmal ein Auto an der Wand. Okay, und da hinten das A5 Cabriolet. Schick, schick. Den wollte ich einmal von vorne sehen hier. Wäre das was für mich? Ja, cool. Da hinten steht ID Volkswagen Just Electric. Wir suchen jetzt mal hier den Herrn Buhlmann, glaube ich. Da stehen sie nun wirklich. Das sind die Teile, die wir suchen. Jede Menge los natürlich hier und viele, viele Presseleute. Ich bin mal gespannt, ob mir das jetzt gelingt, hier ein Interview zu bekommen und mir den ID.3 mal genau anzugucken. Mal schauen, drück mir mal die Daumen. Ja, mein Gesprächspartner ist gerade nicht da. Und wir schauen uns in der Zwischenzeit einfach mal noch andere Autos an. Zum Beispiel den Elektro-Porsche. Der steht nämlich da vorne. Das hier ist der Seat Elborn, auch ein Elektrofahrzeug. Naja, auf jeden Fall kleiner als das Model 3. Da gibt es so viele Autos hier, aber welches finde ich besonders schön? Den hier. Na, das hat doch mal Stil, oder? Das hat Stil. Ein Skoda Octavia von den 60er Jahren. Schick. Hier mal in einem Polestar. Das wollten wir uns schon lange mal anschauen. You're driving Model 3 or yeah. Model S? 3. Model 3, okay. This is more like an S. Yes. It's more conventional. Conventional, yes. Yeah, exactly. So you find you in a car. Yeah, I know in Tesla they have their own system. This system is powered by Android and you have Google Assistant, Google Maps and Google Play. Yeah. But you can tell the car, you can say please okay, Google? Yes. And it listens to you, yeah. Drive me home. No. Yeah. Is there autonomous driving? The adaptive cruise control will follow the lanes, mm-hmm. like it will be in, stay in the lanes. Yeah. It will also follow the car in front of you, mm-hmm. adjust the speed and mm-hmm. so on.
And also it can change lanes for you with the pilot assist. Okay, so how much is the Polestar 2? It's 59,900 on the German market. Yeah. So around 60,000 depending on where you are in Europe. Okay, I think it's interesting. It's not like, okay, we have a car and we have a battery and now it's an electric car. It's Scandinavian, isn't it? Like, it's very, but also, I would say very minimalistic, right? It's also not like, hey, we're in an electric car. No. Exactly. We're special and something really fancy. Then you're right. Yeah. Ja, das war gerade interessant. Der Polestar hat mich der Oscar draufgebracht. Irgendwo so zwischen Model 3 und Model S gelegen. Mein Gesprächspartner hat sich noch nicht gemeldet. Wir haben noch eine Stunde und 15 Minuten. Ich hoffe, er meldet sich noch. Und wir machen den langen Weg zur Halle 11. Da gibt es zum Beispiel noch Opel, Jaguar und andere interessante Autos. Und dann schauen wir mal, was es da noch zu sehen gibt. Das ging schneller als gedacht. Und jetzt sind wir hier in Halle 11 und Hyundai hat zum Beispiel den Ioniq Elektro rausgebracht. Den finde ich jetzt zum Beispiel eher schön. Also ich gebe dir recht, von vorne finde ich ihn auch eher so ein bisschen plastikmäßig. Das finde ich jetzt aber auch mal interessant. Das ist eben der iPace, den ich draußen vorhin gefilmt hatte. Hier mal unbekleidet. Ja, das ist natürlich dann auch ein schickes E-Auto. Ja, E-Piano passt glaube ich nicht rein. Die Familie hinten auch keinen richtigen Platz. Ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, ob die Außenspiegel beheizbar und höhenverstellbar sind von innen. Und der Sitz ist bestimmt auch beheizbar. Ja. Also von Probefahrt erstmal abraten. Das hier ist natürlich auch eine interessante Nummer hier, der i8. Flügeltürchen. Wow. Ja, jetzt nicht so. Ich meine, hinten können nur Menschen ohne Beine sitzen, aber ansonsten ist es schon sehr schick. Oscar, den finde ich jetzt zum Beispiel schön. Der Preis geht auch voll klar, finde ich. Hier mal ein Beispiel für ein Nicht-E-Auto. Das ist der BMW X6 M50i. Den braucht die Hausfrau, um ihre Einkäufe vom Aldi nach Hause zu fahren. Und anschließend mit Vierradantrieb über die Rheinbrücke zu kommen. Ich stelle mir gerade vor, ich fahre auf der Autobahn, plötzlich taucht hinter mir ein alleinstehender Kühlergrill auf. Ne? Hey, da kann man überlaufen. Aber wie weit? Hey, das ist ja cool hier, guck mal. Das ist immer crazy. Und bevor wir jetzt wieder zurückgehen und hoffen, dass wir vielleicht doch noch jemanden treffen bei Volkswagen, schauen wir uns mal hier den neuen Elektro-Opel an. Das ist aber kein Elektro, oder doch? So sieht es aus. Ist das ein Elektroauto? Okay. Interessant. Corsa E. Okay, hier sieht man die Batterie, die vermutlich dann da unten reingebaut ist. Ich frage mich nur, was der ganze Kram vorne drin ist. Aber vielleicht einfach bei einem kleinen Auto braucht man mehr Platz, um alles unterzubringen. 50 Kilowattstunden. 330 nach WLTP. Naja, und wie ein Corsa aussieht, wissen wir ja. Aber das ist eben der Punkt. Das sind halt keine original gebauten Autos. Sie nehmen halt ihren Mini und machen einen Elektromotor rein. Der ist ja auch nicht mehr Mini dann am Schluss. Das ist der Mini Cooper. Was kostet der? 32.000. Ja. Kann man ja mal machen. Das ist Geld, gell? Also wir haben jetzt eigentlich alles gesehen auf dieser Messe, was ich sehen wollte, außer dem, wofür ich eigentlich gekommen bin. Nämlich
dem ID3 und auch entsprechend dem Interview. Die Messe ist jetzt noch eine halbe Stunde geöffnet und jetzt gehen wir einfach mal zurück und stellen uns da so lange hin, bis jemand kommt und mit mir spricht. Ich hoffe, dass das noch klappt. Hallo. Wie ihr seht, hat es am Ende geklappt mit meinem Interview und ich habe Herrn Bullmann noch getroffen, den Leiter der Pressearbeit Kommunikation Baureihen von Volkswagen, und hatte mit ihm ein interessantes Gespräch über die Nachhaltigkeit der ID-Serie und konnte dabei auch einige eurer Fragen beantworten, die ich auf Instagram und YouTube eingesammelt hatte. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Rundgang und Überblick über die Elektroautos auf der IAA gefallen. Lasst mir da unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und schreibt gerne in die Kommentare, was euch zu diesem Thema bewegt. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Folgt mir auch unbedingt auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, euer Dieser Dad.